ich will ja jetzt nicht sagen, Kuma, aber das ist doch kein White Castle, oder? Mhm. Muss eine Fata Morgana sein. So läuft das nicht. Ihr müsst da vorne an dem Lautsprecher bestellen. Was ist denn aus dem White Castle geworden? Was? Genau an dieser Stelle stand mal ein White Castle. Wo ist denn das hin? Tut mir leid, euch das sagen zu müssen, Jungs, aber Burger Shack hat diesen Laden schon vor 4 Jahren gefressen. Gott. Aber es gibt doch in der Nähe sicher noch eins, oder? Nope. Ganz ehrlich? Sag mal, sehe ich vielleicht aus wie einer, der sowas Wichtiges nicht weiß? Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung, Mann. Wollen wir hier essen? Nee. Da gibt's ein White Castle durchgehend geöffnet, oben in Cherry Hill. Mit einem korrekten Auto 40 Minuten. Ich würde hinfahren, wenn du auch willst. Ich habe noch verdammt viel zu tun. Und du hast morgen dein Bewerbungsgespräch. Ah, vergiss das Bewerbungsgespräch. Ich pfeif drauf. Spinnst du? Was soll denn das jetzt? Ding dong. Darf ich mal ganz kurz stören? Ich bin bei Burger Shack angestellt seit ungefähr 3 Jahren. Und eins habe ich kapiert. Wenn du auf White Castle abfährst, sind die Burger hier der letzte Schrott. Mal ehrlich. Schießen mir die zarten White Castle Burger durch den Kopf. Mit diesen putzigen goldgelben Zwiebelchen drauf, die einem im Munde zergehen wie Erdnussbutter, ohne dass man beißen muss. Überkommt mich jedes Mal der Wunsch, diesen Drecksladen abzufackeln. Los, Pucki, fackeln wir diese Drecksbude ab! Komm schon, Pucki, dreh das Rad ab! Pucki, lass uns diese Drecksbude abfackeln! Ich will die Drecksbude abfackeln! Okay, beiß die Zähne zusammen und fahr zu White Castle. Du kannst ja während der Fahrt weiterbüffeln.